Hallo, ich begrüße euch zu meinem Vortrag Automatische Konfiguration und Deployment von Workshop-Umgebungen. Ich bin David Sadari, IT-Consulting bei der Artix AG. Wir haben unseren Fokus auf Rechenzentren, unterstützen Kunden im Cloud-Bereich, zum Beispiel in der Nutzung von Lösungen von Google Cloud, AWS und Azure, aber auch im Einsatz von Lösungen wie Docker, Kubernetes, OpenShift, Ansible auf kundeneigenen Infrastrukturen. Wir bieten unsere eigene Lösung an für die Orchestrierung, den Ocarino. Damit lässt sich im Gegensatz zu Red Hat Satellite, das auch auf Formen und Catello setzt, betriebssystemunabhängig Systeme provisionieren, lässt sich die Patch- und Lifecycle-Management realisieren. Wir unterstützen im Gegensatz zu Satellite auch Debian, Ubuntu-Systeme, SUSE-Systeme und auch Windows-Server und bieten dafür auch Support und haben eine eigene Engineering-Abteilung, die peu à peu neue Features implementiert. Zum Beispiel kommt demnächst die Unterstützung von Windows-Servern per Netzwerkinstallation hinzu und wir sind auch der Hauptmaintainer des Formen Salt Plugins. Wir bieten auch Workshops an, hier im Bereich IT-Automatisierung und Config-Management. Ansible, das seit 2015 von Red Hat gepflegt wird und genauso wie Salt Stack of Python setzt und auch im Puppet-Bereich, das im Gegensatz zu den beiden anderen Lösungen auf Ruby setzt und seit 2005 verfügbar ist. Des Weiteren bieten wir Schulungen im Bereich Container und Orchestrierung an, natürlich Docker, aber auch Kubernetes, mit denen sich Container-Infrastrukturen orchestrieren lassen und skalieren und managen. Und natürlich auch zu unserem eigenen Produkt, dem Ocarino, der wie gesagt für dem Server-Deployment, der Konfiguration, dem Release und dem Patch-Management dient. Nun mag manche hinterfragen, den Nutzen hinterfragen von Workshops. Man muss aber bedenken, dass die IT-Branche, so wie jede andere Branche, einem steten Wandel unterliegt und gewisse Technologien, die einst gefragt waren, wie die Blockchain, die angeblich fürs Bankenwesen gedacht war, dann wieder ins Hintertreffen gelangen und nicht mehr aktuell sind. Aktuelle Themen sind zum Beispiel 5G oder smarte Roboter, die sind zurzeit in aller Munde. Was daraus wird, weiß man nicht. Es gibt dann einen Hype, dann verfällt das wieder und vielleicht irgendwann auf lange Sicht hinweg wird das dann produktiv genutzt. Man weiß es nicht. Und diese Technologien sind dadurch sind in einem steten Wandel unterlegen und die Kunden stehen vor dem Problem. Sie wissen im Grunde nicht, oft nicht, was sie wollen und sie wissen schon, was sie wollen, aber wissen nicht genau, was die Anforderungen sind und wie die realisiert werden sollen. Sie können sich nicht vermitteln und können auch nicht vielleicht nicht im Genauen artikulieren, was jetzt erforderlich ist, wie das zu lösen ist und so weiter. Dafür bieten wir dann unsere Berater-Services an und jetzt in dem Beispiel, das kenne ich aus meiner Informatikzeit noch, von den Vorlesungen, hier in dem Beispiel, das ist ja, beschreibt der Kunde, wer ein Projekt auszusehen hat. Der Entwickler implementiert es auf seine eigene Weise. Das wird dann nicht dokumentiert. Es wird viel Geld verlangt und letztendlich hat der Kunde nicht die Lösung, die er haben will, den Autoreifen, den er am Baum gebunden haben wollte. Und dafür bieten wir unsere Workshops ab, aber das war zu früheren Zeiten nicht zufriedenstellend für uns. Im Grunde sind wir damals dahergegangen und haben einfach Laptops bereitgestellt. Die haben wir per Netzwerkinstallation provisioniert und mittels Vagrant haben wir VMs eingerichtet und unter Verwendung von Ansible dann diese konfiguriert. Das war sehr fehlerbehaftet. Es waren
manuelle Eingriffe erforderlich und immer, wo der Mensch mit händisch eingreift und das nicht vorher getestet hat, können Fehler auftreten. Es wird eine Konfiguration gelöscht oder die Musterlösung landet auf dem Laptop. Und des Weiteren hat der Teilnehmer dann einen Laptop vor sich liegen mit Schminkdisplay oder Tastaturlayout, das er nicht benutzt und eine Auflösung, das er nicht gewohnt ist. Deshalb sind wir dahergegangen und haben uns gedacht, wieso verlagern wir das nicht alles in der Cloud? Im Grunde sind die ganzen VMs, die vorher in Vagrant, mittels Vagrant aufgesetzt wurden, sind dann beim Cloud-Provider und der Kunde nimmt seinen Laptop her und arbeitet mit dem Arbeitsgerät, das er auch während der alltäglichen Arbeit verwendet in der Schulung. Und dafür verwenden wir GitLab. Was ist GitLab? GitLab ist eine Web-Applikation, mit der man Git-Repositories verwalten kann, aber es bietet auch um einiges mehr. Es ist als privates Projekt gestartet worden vom Dimitri im Jahre 2011. 2013 ist daraus ein Unternehmen entstanden, das auf gitlab.com eigene Services anbietet. Und aber den Kunden auch die Möglichkeit bietet, GitLab selber zu hosten, entweder in der Cloud, auf eigenen Cloud-Infrastruktur, auf eigenen Cloud-Instanzen oder on-premise. Und dafür gibt es verschiedene Plans, die sich eignen von privaten Projekten und kostenlos sind, bis hin zu Lösungen für Enterprise-Kunden. Und dazu gehören auch der CERN, die Cloud Native Computing Foundation, und die für Kubernetes zum Beispiel verantwortlich ist, die ESA und Goldman Sachs. GitLab ermöglicht im Grunde alles, was der DevOps-Engineer benötigt. Damit lassen sich Projekte planen, Code erstellen. Dieser Code kann verifiziert werden. Es wird dann in einer Art und Weise gebündelt, sodass er dann mittels Release dann zur Verfügung gestellt werden kann. Damit lassen sich Systeme konfigurieren und es werden auch Metriken abgegriffen, sodass ein Monitoring realisiert werden kann. Und durch das Monitoring kann man dann auf Angriffe reagieren und durch das ständige Release-Management kann man die Systeme auch besser absichern, indem man die Patches peu à peu immer bei Bedarf installiert. Mein Vortrag konzentriert sich aber auf die CI/CD. Die benutze ich, um die VM-Infrastruktur aufzuziehen. Und was ist die CI/CD? Im Grunde dienen sie dazu, Code auszurollen und zu deployen. Man hat zum einen den eigenen Code. Und in meinem Fall habe ich auch Programmcode aus den Ansible Galaxy Rollen. Die werden committed und dann je nach Bedarf automatisch oder durch manuelles Ausführen wird eine Pipeline gestartet, die dann den Programmcode kompiliert, Tests darauf ausführt. Falls sie erfolgreich waren, wird in einem zweiten Schritt dann der Code überprüft und bei Bedarf dann dem Kunden zur Verfügung gestellt. Die Pipeline, die CI/CD-Pipeline, die teilt sich auf in Stages und Jobs. Stages sind sozusagen Abschnitte einer Pipeline, die nacheinander abgearbeitet werden. In meinem Fall verwende ich die beiden Stages Command und Only After Setup. Da in Command sind die Jobs hinterlegt, die der Schulungsleiter dann ausführen kann. Er kann ein Cleanup ausführen, um die alte Infrastruktur wieder zu löschen. Er kann die Facts aufzeigen, welche VMs existieren, welche FQDNs, was für VM-Größen verwendet werden. Und mit der Garbage Collection hat der Schulungsleiter im Grunde nichts zu tun. Das läuft im Hintergrund im Idealfall ab. Und damit wird nach der Schulung automatisch die ganzen VMs gelöscht, die FQDNs werden gelöscht.
Besonders wichtig ist das Setup natürlich. Das wird dann ausgeführt. Und das Setup, wie die anderen drei Jobs, das sind im Grunde Ansible Galaxy-Rollen, für die ich verantwortlich bin und die ich dem Schulungsleiter zur Verfügung stelle. Und der Schulungsleiter selber muss im Grunde selber nur festlegen, wie diese Ansible Galaxy-Rollen zu verwenden sind und also wie viele VMs zu erstellen sind, in welcher Konstellation sie miteinander zueinander stehen, also wie welche VMs sich mit welcher anderen VM per SSH zu verbinden haben. Und also das wird zum einen festgelegt und zum anderen werden dann vom Schulungsleiter eigene Ansible-Tasks spezifisch zur eigenen Schulung geschrieben. Also wir haben letzte Woche eine Kubernetes-Schulung gehabt, da hatte eine Kollege dann Tasks geschrieben für die Kubernetes-Schulung. Die kommende Woche findet ein Ansible-Workshop statt, da laufen natürlich andere Tasks ab. Und wie schreibe ich das nieder? Also, dass einmal ich eine Stage habe namens Command und einmal eine Stage namens Only After Setup, die, wie der Name schon sagt, nur ausgeführt wird. Also der Workshop-Job wird nur ausgeführt, soll nur ausgeführt werden, wenn man Setup vorgemacht hat, sonst macht das keinen Sinn. Man kann ja keine Tasks, workshop-spezifischen Tasks auf eine nicht existente VM ausführen. Das mache ich in der gitlab-ci.yaml. Darin lege ich zuallererst fest, welche Stages ich habe, also Command und Only After Setup. Und ich habe in meinem Fall verzichte ich auf das Caching, damit ich, nachdem die Basisinstallation durchgeführt ist, der Schulungsleiter die Möglichkeit hat, workshop-spezifische Tasks auszuführen, falls ein Fehler auftritt, die eigenen workshop-spezifischen Tasks zu korrigieren und dann das wieder auszuführen. Da wird dann die Workshop-Ansible-Rolle abgerufen, und also die neue, die gepatchte, und dann läuft Ansible wieder durch und vollzieht nur die Änderungen, die notwendig sind. Diese einzelnen Jobs, die in der Command Stage sind, die teilen sich einiges an Code. Damit ich nicht immer denselben Code niederschreibe, einmal für Cleanup denselben Code wie den für Setup, verwende ich Ansible Anchors, YAML Anchors. Darin ist schon mal vorab festgelegt, sind die Settings festgelegt. Cleanup, Setup, Fax und der Garbage Collector sind alle Teil der Stage Command. Ja? Das muss ich dann nicht bei jedem Job einzeln festlegen. Alle vier sollen die Ansible Playbooks in einer Docker-Umgebung ausführen. Es soll ein bestimmter Image verwendet werden und der Entry Point ist bei jedem auch gleich. Und bei allen wird dann im Grunde werden Skripte ausgeführt. Zum einen müssen erstmal die Ansible Galaxy-Rollen abgerufen werden. In GitLab lege ich fest, welche Rollen aus welchem Branch zu verwenden sind. Da sind auch die Tokens festgelegt, damit ich lesend auf die Ansible Galaxy Git Repos zugreifen kann. Das mache ich dann. Ich erstelle erstmal die requirements.yaml und verwende das für die Ansible Galaxy, um dann in die Rollen abzurufen. Anschließend wird dann das Playbook ausgeführt auf die basic.yaml. Damit erfolgt die Basisinstallation. Und abhängig davon, was für einen Job ich verwende, ist ein anderer Name für CI-Jobname wird da verwendet. Das ist eine vordefinierte Variable in GitLab. Wenn ich Setup ausführe, dann wird Ansible Playbook mit dem Tag Setup verwendet. Wenn ich Cleanup ausführe, den Job Cleanup, dann steht natürlich dort Cleanup, also Ansible Playbook Tags Cleanup und dann basic.yaml. Und je nachdem, welchen Tag ich verwende, werden dann unterschiedliche Tasks ausgeführt, Ansible Tasks. Anschließend, da ich das zweigeteilt habe, einmal habe ich den Job Command und anschließend den Job Only After Setup,
muss ich ja, die habe ich gewisse Konfigurationsdateien von der Basisinstallation auf die Workshop-Installation zu übertragen. Ich speichere diese Konfiguration, jetzt habe ich das MyConfig genannt, den Ordner, speichere ich in einer Tata-Datei, aber nur, wenn ich ein Setup mache. Denn ich führe ja nur die Workshop-spezifischen Tasks aus nach dem Setup, sonst macht das keinen Sinn. Also das ist die Vorkonfiguration der Jobs. Und darauf greift dann das Cleanup zurück. Also hier ist es definiert, der Garbage Collector und Setup zum Beispiel. Und in meinem Fall wird alles manuell ausgeführt, da kurz vor der Schulung, also wenn ich einen Code committe dann, und keine Schulung durchführe, dann macht es keinen Sinn, wenn automatisch die VM-Infrastruktur hochgezogen wird, sondern kurz vor der Schulung wird dann durch Mausklick auf den Play-Button ein Setup durchgeführt. Der speichert dann alles darin, für den ist dann festgelegt, dass er einen Artifact zu erstellen hat, der eine Woche zu existiert. Im Falle vom Garbage Collector, da wird nichts manuell ausgeführt, der wird nur ausgeführt vom Scheduler, das kann ich im GitLab konfigurieren, zum Beispiel soll er um 4 Uhr morgens jeden Tag ausgeführt werden und nur durchlaufen, wenn die End of Life erreicht ist. Dann, jetzt komme ich zu dem Workshop-spezifischen Teil. Es wurde das Basic-Setup durchgeführt. Jetzt wird das Workshop-spezifische Setup durchgeführt. Hier lege ich fest, dass der Workshop-Job zu Stage Only After Setup gehört. Und unter etc. steht dann einfach derselbe Code zur Docker-Implementation, also welches Image ich verwenden soll, welches Docker-Image und aus welchem Repo und so weiter und so fort. Und hier lege ich fest, dass der Workshop, der Job, von dem Setup-Job abhängt. Und der bekommt automatisch diese TAR mitgeliefert, entpackt die, verwendet die Konfiguration und arbeitet dann weiter. Es werden dann die Workshop-spezifischen Ansible Galaxy-Rollen gezogen und das Playbook ausgeführt, aber nicht auf die Basic.yaml, sondern auf die Workshop.yaml. Und in diesem Fall, also hier sieht man das schon, wir verwenden die Hetzner Cloud, davor haben wir die Azure Cloud verwendet und in diesem Fall wird das Dynamic Inventory von der Hetzner Cloud verwendet, also auf die Hetzner Cloud, von der Hetzner Cloud verwendet. Und dieses wiederum läuft alles manuell ab, sodass sichergestellt ist, dass nicht beim Commit dieser Job ausgeführt wird. Im Grunde habe ich dann so einen Aufbau. Ich habe mich nicht um die Infrastruktur zu kümmern, sondern ich kaufe diesen Service beim Cloud-Provider, in unserem Fall der Hetzner Cloud, an. Der hat sich um das Datenzentrum zu kümmern, die Bare-Metal-Server. Mich interessiert selber nicht, wie die Virtualisierung realisiert ist, solange ich die VMs in einer bestimmten Konfiguration habe, mit einem bestimmten Disk-Space, mindestens 2 GB RAM zum Beispiel oder auf Basis von CentOS. Und ich brauche auch keine Name-Server einzurechnen. Das ist alles Aufgabe des Cloud-Providers. Ich habe mich nur um die Ansible Galaxy-Rollen zu kümmern. Es bietet dem Schulungsteilnehmer Galaxy-Rollen für das Cleanup, für das Setup und die Facts und zur Erstellung der FQDN, also der DNS-Records. Und der Schulungsteilnehmer greift auf diese Galaxy-Rollen zu, definiert in einer YAML-Datei, wie die zu nutzen sind, also wie viele VMs zu erstellen sind, wie die VMs miteinander in Relation stehen, also welche VM sich mit welcher anderen VM per SSH verbinden darf, welche Ports geöffnet sind und so weiter und so fort. Zusätzlich zu dieser Konfiguration muss er dann natürlich die schulungsspezifischen Tasks selber schreiben, also Ansible, Docker, Kubernetes. Also und wie definiere ich, wie die VMs auszusehen haben? Das ist in der default.slash main YAML definiert. Hier habe ich wieder einen YAML-Anchor, in der ich schon mal
Default-Werte gesetzt habe. Es ist festgelegt, dass zusätzlich zu der Standardkonfiguration der Firewall, wie SSH, Port soll offen sein, alle VMs sollen angepingt werden können und so weiter und so fort, soll jetzt in diesem Fall standardmäßig kein weiterer Port geöffnet sein. Standardmäßig soll CentOS verwendet werden und standardmäßig haben alle VMs den Label Web für die Variable Host Type. Und es werden VMs in der kleinsten Konfiguration, also CX11 ist es bei Hetzner, verwendet. Und die VMs standardmäßig dürfen nach, zu den anderen VMs keine Verbindungen aufbauen. Ich lege dann auch noch fest, wie die VMs zu benennen sind. Also der gesamte Name besteht aus einem Prefix, in diesem Fall ist es die Gruppe, dann ein Delimiter, also ein Dash in diesem Fall. Und in diesem Fall heißen die VMs Master, Web 1, Web 2 und Web 3. Und der Name, der gesamte Name heißt dann Gruppe 0, Group 0, Dash, Web Master oder Group 1, Dash, Web 1 zum Beispiel. Das lege ich dann in der Default Main-YAML fest. Und in der Variable VM-Group lege ich fest, welche VMs in einer VM-Gruppe zu existieren haben. In diesem Fall ist es der Master, Web 1, Web 2 und Web 3. Und hier lege ich auch fest, inwieweit die Konfiguration von der Standardkonfiguration abzuweichen hat. Der Master zum Beispiel hat natürlich den Host-Type Master in unserem Fall. Der darf sich mit Web 1, Web 2, Web 3 verbinden per SSH. Web 1 zum Beispiel hat zusätzlich zu den Standard-Ports, die geöffnet sind, Ping und SSH, noch die Ports für ACK und HTTPS geöffnet. Web 2 setzt auf Debian statt CentOS und Web 3 hat mehr RAM, mehr Disk Space mit dem Setzen von CX21 für Server-Type. Damit habe ich festgelegt, wie eine VM-Gruppe auszusehen hat. Im nächsten Schritt, also in derselben Datei, lege ich auch fest, wie viele VMs zu erstellen sind. Damit ich, das ist aber im Gegensatz zu der bisherigen Konfiguration in GitLab selber festgelegt. In GitLab habe ich eine Variable definiert, Number of VM Groups. Da kann ich vor jedem Aufruf einen Integer-Wert anlegen, 10 zum Beispiel. Und das wird dann als Umweltvariable in der Shell ist es verfügbar und wird dann mittels Lookup abgerufen und in der Variable kleingeschrieben Number of VMs abgespeichert. Zusätzlich lege ich fest, mit welcher VM sich der Kunde selber mit seinem Laptop, mit seinem Arbeitsgerät verbinden darf. In diesem Fall ist es nur der Master. Und ich lege auch natürlich fest, welche Ports jetzt für ACK und HTTPS geöffnet sind. Im Grunde ist es stimmt es 1:1 mit den Optionen überein, die in Ansible definiert sind. Aber ich stehe vor dem Problem, dass wenn ich die Source-IP nenne, die ich natürlich nicht im Vorhinein weiß, und dafür setze ich die Namen. Also das ist der einzige Punkt, wo ich von der Doku von Ansible abweiche. Und bevor ich die Firewall-Module ausführe, erstmal vom Master auf die IP-Adresse schließe und dann das Firewall-Modul von Ansible ausführe. Und bei HTTPS ist definiert, dass der TCP-Port 443 geöffnet sein muss und über die Input-Chain. Ja. Und hier in diesem Fall soll Web 1 und Web 3 wieder Zugriff für Web 1 und Web 3 freigeschaltet und für diese eine IP 213.155 und so weiter. Damit ist definiert, wie die VMs auszusehen haben, welche VMs in einer Gruppe sind, wie viele ich haben will, mit welchen VMs sich der Schulungsteilnehmer verbinden kann und wie die Firewall-Regeln auszusehen haben. Das ist in der main.yaml definiert. So sieht das dann aus. Also in diesem Beispiel, ich habe den GitLab CI/CD Runner. Das ist ein Docker-Container, da wird das Ansible-Playbook ausgeführt.
Dieser blau umrandete GitLab CI Runner hat Schreibenzugriff auf die blau hinterlegten VMs oder Server. Er kann auf den Name-Server DNS-Records erstellen, nachdem er die blau hinterlegten VMs erstellt hat. Natürlich müssen die erstmal erstellt werden. Es werden dann den IP-Adressen zugeordnet und dann im Anschluss wird dann beim Name-Server ein DNS-Record, ein A-Record zum Beispiel gesetzt. Der Road Warrior hat, der grün umrandete Road Warrior, kann auf die grün hinterlegten Instanzen zugreifen, auf den Webserver und den Master. Für die gesamte Schulung habe ich einen Webserver, auf dem die SSH-Keys bereitgestellt werden. Und da muss für jede Instanz hier ist ein FQDN abgespeichert auf dem Name-Server. Der Road Warrior ermittelt die IP-Adresse durch Zugriff auf den Name-Server, geht auf den Webserver, tippt Passwort und Benutzername ein, lädt die TAR oder die ZIP-Datei runter, entpackt es und führt ein Bash-Skript aus, in dem dann der Pfad zur Config, zur Known Host und zur Authorized Keys definiert ist. Und nach der Ausführung des Bash-Skripts greift er dann auf den Master zu und der Master wiederum, violett umrandet, kann auf Web 1, Web 2 und Web 3 zugreifen. Und je nach Konfiguration habe ich von den gelb hinterlegten Instanzen so und so viele. Also wenn ich 4 Schulungsteilnehmer habe, habe ich dann 4 Road Warriors und 4 von den gelb hinterlegten Master Web 1 und Web 2 und Web 3. Damit haben wir uns angeschaut, wie die VMs aufzusehen haben. Wie das Cleanup zu verwenden ist, das Setup, die Facts und die Domains zu erstellen sind. Das ist in dieser Main-YAML definiert. Und im Anschluss muss der Schulungsleiter natürlich die Tasks schreiben, die für seine Schulung relevant sind. Also für die Ansible-Schulung, die Docker-Schulung oder die Kubernetes-Schulung. Wenn wir uns noch zurückerinnern, es wird in dem zweiten Schritt, in den Only After Setup Stage, wird ja das Ansible Playbook auf die Workshop-YAML ausgeführt und dafür ein dynamisches Inventory verwendet. Und in diesem dynamischen Inventory sind auch Informationen zu den Labels abgelegt. Damit kann ich gewisse Tasks auf VMs mit dem Host-Type Web anwenden oder mit dem Host-Type Master. Dieses Skript, hCloud Python, ist über dieses Repository verfügbar. Und beim Ausführen dieses Python-Skripts werden gewisse Informationen bereitgestellt. Die kann ich verwenden, um das Ausführen der Ansible-Tasks auf einen bestimmten Kreis an VMs zu beschränken. Also ich kann sagen, ich möchte es auf alle Hetzner Cloud-Instanzen ausführen oder ich möchte es auf VMs an einem bestimmten Standort wie Falkenstein oder Nürnberg anwenden. Aber auch kann ich festlegen, dass anhand der gesetzten Labels dann bestimmte VMs konfiguriert werden sollen. Des Weiteren liefert mir das Python-Skript gewisse Variablen wie die IP-Adresse, was ein Server-Typ ist, die CX11, die kleinste Instanz von Hetzner, was ein Image verwendet wird, das Debian-Image, das CentOS-Image, in welchem Datencenter das liegt, also Falkenstein oder Nürnberg, und welche Labels gesetzt sind. Jetzt ein konkretes Beispiel. Die Workshop-YAML, das habe ich jetzt möglichst einfach gehalten. Da wird die Rolle, die ich hier definiere, wird auf alle Hetzner Cloud-Instanzen ausgeführt und das soll unter dem Remote User Non-Root, das ist als Variable festgelegt. In unserem Fall heißt es ATX, also man sollte ja nichts als Root ausführen, wenn möglich. Also wird standardmäßig der Benutzer ATX ausgeführt. Und dann werden die Tasks unter Verwendung der Ansible Galaxy-Rolle ausgeführt. Also für Workshop-Type kann man K8S setzen, dann wird dann die Ansible Galaxy-Rolle für die Kubernetes-Schulung verwendet. Oder die Workshop-Type ist gleich Ansible, dann werden die Tasks für die Ansible-Schulung verwendet.
In diesem Fall, ein simples Beispiel, werden dann zunächst auf allen CentOS-Hosts EPL installiert. Es wird im Anschluss auf allen VMs die Editoren Nano und Vim installiert. Und dann kann man auch unter Verwendung des dynamischen Inventories, also Edge Cloud Labels und Host Type, kann man dann die Tasks auf einen bestimmten Kreis an VMs beschränken. Das ist das Schöne daran an dem Dynamic Inventory. Man muss nicht im Vorhinein eine statische Inventory erstellen, schreiben, die IP-Adressen eintragen und so weiter und so fort, sondern das wird alles automatisch gemacht mit Ausführung des Python-Skripts. Also wie sieht dann der Aufbau aus? Vom Cloud-Provider bekomme ich dann einfach die Infrastruktur gestellt. Mich interessiert im Grunde nicht, wie das auszusehen hat. Datencenter interessiert mich nicht, was im Bare-Metal-Server verwendet wird. Also früher mussten wir die Laptops bereitstellen, das interessiert mich mittlerweile nicht. Wie die VMs virtualisiert sind, auch nicht. Und Name-Server ist mir auch im Grunde egal. Wir verwenden jetzt den Name-Server von Amazon, aber ob es von Amazon bereitgestellt wird oder von Azure, das ist mir im Grunde egal. Und ich bin eigentlich im Grunde nur dafür zuständig, die Ansible Galaxy-Rollen zu verwenden. Die sind so gestaltet, dass es für das Basis-Setup für jede Schulung verwendet werden kann. Und da muss nur festgelegt werden, wie die VMs auszusehen haben, in welcher Konstellation sie zueinander stehen. Und zusätzlich muss natürlich dann noch festgelegt werden, wie die workshop-spezifischen Tasks auszusehen haben. Und durch diese Aufgabenteilung ist es dann möglich, mit möglichst wenigen Eingriffen eine Schulung hochzuziehen. Im Grunde, wenn man es sich ganz einfach macht, muss man nur zwei Dateien bearbeiten. Einmal festlegen, welche VMs existieren sollen und einmal, was zum Beispiel installiert werden soll auf diesen VMs. Und dann kann man so eine Schulung realisieren. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Falls es noch Fragen gibt, könnt ihr mich dann nach dem Vortrag ansprechen. Aber wir sind auch auf der OSA, das ist unsere eigene Konferenz. Die findet im Oktober statt, vom 15. bis zum 16. Da geht es um Open Source und Automation. Und falls ihr als Speaker dort auftreten wollt, könnt ihr euch an uns wenden. Und das ist, soweit ich weiß, die größte Konferenz, Open Source Konferenz in Süddeutschland. Und wir würden uns freuen, wenn wir euch dort treffen. Und ja, am besten tretet ihr dort auch als Speaker auf. Vielen Dank. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, müssen also die Schulungsleiter auch Ansible-Konfigurationen schreiben. Ist das nicht ein bisschen Overkill? Also wenn ich überlege, jemand will eine Schulung machen, dann hat er ein Schulungsthema und da ist er drin, aber weil er ja bestimmen muss, was in den VMs sind, muss er ja dann diese Ansible-Konfiguration schreiben. Also wenn es ein Windows-Administrator ist und er sich nicht auskennt und eigentlich nur über die Web-Oberfläche arbeitet und die Schulung über die Web-Oberfläche realisiert, dann unterstütze ich ihn natürlich beim Einrichten der Ansible-Konfiguration. Also da werde ich nicht sagen, es ist meine einzige Aufgabe, es ist nur die Ansible-Rollen zu schreiben. Wie du die jetzt nutzt, ist mir völlig egal. Also, so bin ich nicht. Hast du irgendwo die Skripte, die du benutzt, online? Die sind bei uns im internen Git. Das habe ich gesehen. Was möchtest du sehen? Einfach mal dann zum selber rumspielen, Da musste ich mich mit dem Team absprechen. Also, wenn es möglich wäre, wäre das ziemlich cool. Ja. Du sagtest, irgendwo werden dann nochmal Shell-Skripte ausgeführt. Also denn es wird sehr viel mit Ansible gemacht, mit den Playbooks und sowas. Und dann gab es noch, dass irgendwo noch ein Shell-Skript aufgerufen werden muss. Was macht das nochmal? GitLab hat eine besondere Eigenheit. Es ignoriert, was in der Docker-File als Entry Point festgelegt ist. Und da ich hier auf Variablen zugreife,
wie CI-Jobname und jetzt hier eine If-Bedingung habe, führe ich jetzt die Shell aus und zur Verwendung von dem hier, damit ich jetzt hier in dem Beispiel oder hier ist CI-Jobname. Ne? Wenn ich als Entry-Point jetzt nicht das setzen würde, dann könnte ich jetzt bei der Ausführung vom Ansible Black Playbook jetzt nicht auf CI-Jobname zurückgreifen als Umweltvariable. Das ist mir aufgefallen, deshalb habe ich jetzt, das ist das einzige Mal, wo die Shell verwendet wird. Sonst wird einfach nur, werden die Skripte nur ausgeführt, also die Befehle ausgeführt nacheinander und ja. Das heißt, das Shell-Skript wird beim ersten Hochfahren der VM oder des Containers ausgeführt oder zu welchem Zeitpunkt? Also wenn ich jetzt, ich habe jetzt hier lege ich jetzt erstmal fest, ist es groß genug? Es ist nicht groß genug. So, hier lege ich fest, Number of VM Groups, sagen wir jetzt, damit es schneller abläuft, 10. Dann, das sind jetzt meine selbst definierten Variablen. Und standardmäßig, wir verwenden Let's Encrypt, also die SSH-Keys werden auf dem Webserver abgelegt, der mit dem SSL geschützt ist, unter Verwendung von Let's Encrypt-Zertifikaten und natürlich Passwort geschützt. Damit die Frage ist, wann wird dieses Shell-Skript ausgeführt? Ist mir nicht klar. Also wenn ich jetzt hier auf Setup klicke, dann wird es die Shell ausgeführt und wird mit Parameter -c und dem wird dann der Ansible Playbook Befehl übergeben und das mache ich, damit ich auf die Umweltvariablen zugreifen kann. Also es ja. Wenn ich als Entry Point nur Ansible Playbook setze, dann kann ich nicht auf diese Umweltvariable zurückgreifen, Number of VMs oder den Namen von dem CI-Job. Deshalb habe ich als Entry Point SH und mit der Option -c gesetzt. Ich denke, wenn du das nicht setzen willst, also wenn du nicht diesen Entry Point als Shell-Skript oder die Bash oder irgendeine Shell als Entry Point hättest, sondern halt Ansible, dann führt er halt Ansible aus und dann kannst du auch in dem Skript von dem GitLab Stage nicht irgendwelche anderen Kommandos ausführen. Also, das ist eigentlich die nötige Voraussetzung dafür, dass überhaupt GitLab CI funktioniert. Also jetzt rödelt er vor sich hin, arbeitet das durch. Hier sieht man schon, da sind Firewall-Regeln festgelegt. Also und so weiter und so fort. Es werden DNS-Records gesetzt für die VMs. Also erstmal werden die VMs erstellt, dann werden jetzt die DNS-Records gesetzt in Amazon Route 53. Und zum Schluss sollte ich einen Webserver haben. Also jetzt werden letzten Encrypt-Zertifikate erstellt für den Webserver, den einen Webserver, auf den die Schulungsteilnehmer dann zugreifen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert. Ich habe jetzt nur eine Gruppe erstellt, aber das ist jetzt auch, glaube ich, nicht so interessant. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, da hinten. Habt ihr überlegt, einen Docker Swarm zu verwenden? Also es gab zu Beginn gab es nur die Vorgabe, es soll GitLab verwendet werden, die CI/CD und Ansible. Und darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Okay, gut. Also was ich meinte ist, man kann ja verschiedene User dann, sagen wir mal, man kann verschiedenen Docker-Containern den Usern zuordnen und dann hätte man quasi für jeden User eine Umgebung, woran er arbeiten kann. Und das läuft dann alles über Docker-Container. Also das ist jetzt, und der Swarm, der generiert eben die verschiedenen Docker-Containern für alle User. Ne, darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Okay, gut. Das war der Hintergrund. Was wir vielleicht demnächst machen, wir verwenden dann vielleicht die Registry von GitLab. Das müssen wir aber noch anschauen.
Ja. Schauen. Also dann stehen die Keys, ich weiß nicht, ob der Webserver läuft. Ja, stehen dann hier bereit. Also jetzt habe ich, ich habe zwei VMs, VM-Gruppen, glaube ich, ich weiß es nicht. Aber der Trainer, der bekommt Keys gestellt, bei dem er auf alle zugreifen kann, auf alle VM-Gruppen. Dann hat der User 0 und der User 1 seine eigenen Keys, mit denen sie auf ihre eigenen VM-Gruppen zugreifen können. Und das ist dann mittels SSL gesichert. Und die Passwörter bekommen die Schulungsteilnehmer natürlich. Und dann klicken die rauf, tippen den Benutzernamen und das Passwort ein und laden sich die Dateien dann runter. Ja. Ah, ja, natürlich, Demo. Okay. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, ihr könnt mich an unserem Stand, der ist gleich hier um die Ecke, auffinden und natürlich auf der UWSAT. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.